Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Crash Bandicoot 3 bei dem Remastered Let's Plays, wo wir gerade im Hardcore-Bonus-Level dieser... Oh. Dingens... Nein! Das kann's doch nicht sein! Oh. Okay, wir haben... Da sterbe ich hier so kurz vorm Ende. Ich dachte jetzt gerade ernsthaft, ich muss komplett von vorne anfangen. Also, wenn ihr mich gerade gesehen habt, was ich gerade für einen Move am PC gemacht habe, war sehr emotional. Ah. Aber wir schaffen das. So, alles wieder an der gleichen Stelle, wo wir dieses sauschwere Bonuslevel irgendwann auch noch abgeschlossen bekommen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ach ja. Damit haben wir den... Was ist denn los jetzt? Mann, damit haben wir den ersten Kristall dann von diesen Bonuskristallen. Wir haben sonst keinen einzigen bis jetzt gesammelt gekriegt. Ja gut, das war nicht ganz der Plan. Ach ja. So, jetzt hier einmal bitte Ruhe hier im Chat. Ich muss mich konzentrieren. Welcher Chat? Also einmal bitte Ruhe. Konzentration. Schmeiß gleich das Gamepad weg. Kann ja nicht sein. Das war so gut letzte Folge. Warum? Okay. So. Jetzt aber. Wir haben's. Oh. Alter. Mann. Also das ist das erste Mal, dass wir diesen Kristall in ein Level geschafft haben. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein paar Mal daran gestorben. Aber das ist egal. War's wert. Was ich übrigens vollkommen vergessen habe, dass ich diese Waffe habe. So, wo lang? Alles klar. Könnten wir aufhören, ein Level zu bekommen, wo ich nach unten laufen muss? Ich mag das nicht. Ja. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Ah, okay, wir müssen da lang. Wir sind immer noch im Bonuslevel drinne. Ja klar, wir haben hier keinen Checkpoint eingesammelt. Logisch. Eieiei. Okay. Ganz ruhig, es ist alles machbar. Witzig, dass wir diese Stelle jetzt auf Anhieb schaffen. Es kommt auch kein neuer Checkpoint jetzt so schnell, oder? Nee. Wir haben keinen. So. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn wir nichts sehen, keinen Checkpoint haben und noch nicht mal wissen, wo wir hin müssen. Ah. Ich bin zurückgelaufen? Ah, alles klar. Da war das Bonuslevel, was wir gestartet haben. Wir müssen in diese Richtung. Ah. Oh, Dummheit macht sich breit. Egal. Da links ist der Checkpoint. Alles klar, wir kriegen das geregelt. Aber war das dumm. Das ist ja schon gar kein Erzählen. Mensch. Hier. Könnten wir irgendwie... Kann man nicht. Den da wegballern. Danke. Wir haben alle Zeit der Welt. Ganz ruhig. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar alle Kisten.
gibt bis jetzt noch keinen Grund, nicht alle Kisten zu schaffen. Das ist der nächste Bonusabschnitt. Da müssen wir die Kisten auch holen, dann haben wir noch 9 Leben. Aber das wird das erste perfekte Level, wenn wir das schaffen. Wenn. Bei diesen Bonusdingern haben wir schon oft gesehen, dass das gar nicht so einfach ist. So, wir können einen Fick auf diese Äpfel geben. Ich brauche sie nicht unbedingt. Sie sind nice to have, aber... Sag mal... Soll ich denn da hochkommen? Ja, ich habe eine Idee. Und zwar... Nee. Nee. Lass mich überlegen, habe ich irgendeine Idee, wie ich da hochkomme? Das können wir jetzt unendlich oft probieren. Gibt's noch irgendeinen Jump, den ich nicht kenne? Ich meine, auf die Kisten komme ich nicht drauf. Also, diese Nitro-Dinger hier, ne? Die brauchen wir nicht probieren. Wie viel... Erzählt ihr dem nicht ab, okay. Wir haben unendlich Versuche. Da hinten ist auch schon das Ende des Levels. Wir müssen nur das hier schaffen. Dann müssten wir theoretisch alles haben. Also. Ja, der Double Jump nicht geklappt. Man muss den Double Jump machen, wenn man am höchsten ist. Interessant wäre da ja eigentlich nur die Frage, komme ich noch mal ein Stückchen höher, wenn ich wirble? Und das beantworte ich mal pauschal mit ja. Jetzt schießen wir erstmal das Nitro da unten weg und kacken auf diese Äpfel. Nicht zurückgeschafft. Komm, das... Ach Mann, das würde mich jetzt so ärgern, wenn ich das... Wenn ich jetzt wieder an... Ich will einmal... Möchte ich ein perfektes Level haben. Einmal. Normalerweise gibt es noch eine andere Methode, hochzuspringen. Die ist dort aber nicht anwendbar. Diese Methode wäre... So. So könnte man noch versuchen... höher zu kommen. Kann ich dort gerne mal probieren, aber das sieht mir doch schon pauschal nicht gut aus. Und ja, es war ein sinnloser Death, aber wie gesagt, hier zählen die Tote jetzt nicht. Nicht, wenn ich... Nein. Also das sieht mir nach der besten Methode aus. 3, 2, 1. Hat nicht geklappt. Jetzt probieren wir mal einen einfachen Double Jump. Wenn der auch nicht klappt. Also... Der einfache Double Jump. Dann gibt es ja noch einen, den wir nicht haben. Und das könnte dann der sein, wie man da hochkommt. Und dann werden wir hier gleich weitergehen müssen. Seit man das dann für euch tut, aber... Ach, das... Ich bin so dumm! Ich hätte doch nur vorher einmal schießen müssen.
So, das da oben weg. Easy. So. Okay. Also, es geht mit einem Double Jump. Einen ganz simplen Double Jump kommt man da hoch. Es ist knapp, aber man kommt hoch. Muss das Nitro vorher auch wegballern. Ist auch kein Thema. Jetzt haben wir das einmal geschafft. Jetzt wiederholen wir das. Sag ich doch. Jetzt wiederholen wir das. Einmal weg. Gibt's da oben was? Nein, das ist nur zum Verarschen. Sehr gut, wir haben's. Wir haben es. So. Weg mit dir. Hier kurz warten. Das da oben ballern mal so weg. So, ich bin sehr gespannt. Es fehlen 5 Kisten. Wir haben nicht alle Kisten. Okay. Schade. Schade, aber ich habe jetzt auch keine Lust, die zu suchen. Weiß nicht, wo die 5 Kisten fehlen. Egal. Ich habe alles gegeben. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, bin ich ja ehrlich. Jetzt kommt zum ersten Mal der grüne Kristall zum Vorschein. Da gibt es auch keine besondere Animation. Na gut. Wir haben noch 7 Minuten. Ich würde sagen, wir starten noch das nächste Level. Da waren wir jetzt drinnen, genau. Vielleicht haben wir ja Glück, es ist was Kurzes. Ja, mit Bombas. Kriegen wir hin. Crash, Coco, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. So. Schiebe die Bombe ab. Schieße, schieb, schieß. Jetzt hab ich's. Mann, Mann, Mann. Hi, alles klar. So, dann einmal da drauf. Also wir müssen immer jeweils das linke und das rechte Triebwerk wegballern. Einmal das, einmal das. Uiuiui. So. Weil kann man nicht schießen oder was? Könnte man nicht irgendwie schneller fliegen? Ne, man kann nur langsamer fliegen. Schade. Hier noch, da hinten gibt es einmal Leben. Ja, wir können einfach ausweichen, wenn das passiert, alles klar. Gut, das mit dem Ausweichen, ach, aber es. Na gut. Soll ich noch irgendwo leben? Sehe ich noch was? Das ist alles kein Leben, doch das, nee, auch nicht. Das nicht. Das auch nicht. Na gut. Probieren wir es noch. Probieren wir unser Glück. Kann ich das nicht versprechen.
dass das noch klappt. Es könnte jetzt auch im letzten Moment schief gehen. Wir haben zumindest alle Kisten gesammelt. Und eigentlich, das ist recht simpel, muss einfach immer reagieren, wenn sie voreinfliegen. Ja gut. Alles klar, wir haben's. Beide Kristalle auf einmal. Kurzes Level, zu kurzes Level. Jetzt fehlen wieder 4 Minuten. Ich will auch die Aufnahmen nicht so kurz machen. Ich habe letztens euch schon ein paar Minuten betrogen. Ich will aber auch nicht zusammenrennen. Wir gucken mal an, wie lang das nächste Level ist. Ey, ich könnte auch einfach mal sagen, wir machen das nächste Level einfach jetzt fertig. Buglight. Oder ich spiele Crash Bandicoot heute durch. Nee, das habe ich nicht vor. Mal beim nächsten Mal. Das sieht nach einem längeren Level aus. Ich glaube nicht, dass das Level kurz ist. Kann man den wegballern? Kann man sogar tatsächlich. So, komm. Heißt da drauf. Mhm. Ja, wir wissen ja schon, was passieren wird. Irgendwann sehen wir jetzt gleich nichts mehr. Und zwar jetzt. Oder? Ja. Aber es passt noch. Okay. Nein, nicht gut. Unerwartet leicht. Ha. So. Wir sehen nichts mehr. Mit nichts meine ich wirklich gar nichts mehr. Das ist eine TNT-Kiste. Nee. Oh! Das nutzen wir und rennen so weit, wie wir können. Passt. Ich habe, glaube ich, einmal jetzt Schaden gekriegt. Aber das hebt mich nicht an. Passt auch. Also wenn es so weiterläuft, machen wir das Level heute noch fertig. Bonus. Ich einfach nichts sehe. Es ist einfach dunkel. Baller die Dinger da weg, los. So, das hier weg. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe nicht mehr. Okay, wir haben es sogar. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin total verwundert. Was zum. Ich habe nichts gesehen. Ich bin einfach gelaufen. Wir haben alle Kisten in dem Abschnitt auch noch gekriegt. Okay, warum nicht? Es kann ja auch mal gut laufen. Eieiei. Okay, passt. Oben sehe ich ein C. Kann ich eigentlich auch wegballern? Warum mache ich sowas nicht? Ah, weil ich dumm bin.
So. Das Nitro weg. Das da auch kommt. Bevor es ein Problem wird. Hier einmal. Es fehlen 10 Kisten. Ich weiß nicht, wo sie fehlen. Aber wir haben es geschafft. Innerhalb der Zeit unerwarteterweise. Nein, doch nicht. Ich dachte, wir sind... Fertig? Warum sind wir wieder hier? Muss ich das rechtzeitig mit Licht schaffen? Ach, da ist noch die Kiste hier. Wahrscheinlich, weil wir das nicht eingesammelt haben. Ich weiß es nicht. Ja, weil ich dort nochmal gestorben bin. Da hinten ist noch was, wo man sterben kann. So, schnell hier, komm. Heiß auf Äpfel, Hauptsache Speed. Wenn ich da hinten was sehe. So, jetzt aber, oder? Jetzt sind wir zumindest rein in den Warp. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und haben alle? Ne, wir haben nur einen. Ich dachte schon, der zweite war ja nämlich... war nicht in diesem schweren Bonuslevel. Aber gut, wir haben das geschafft. Nächste Folge geht's hier los mit dem Boss. Danach vermute ich, müssen wir auch noch einmal in der Warp-Zone nach oben. Es wird wahrscheinlich noch ein Endboss kommen. Also der Warp-Zone nach oben ist hier. Da geht es auch noch hoch. Je nachdem, ob das dazugehört oder ob ein Outro kommt, hören wir dann auf. Und ja, das werden wir dann sehen hier. Zone 31. Ich vermute aber, dass das ja das Ende ist. Oder es ist ein Bonus-Level. Okay, also ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann üblich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß. Und sag immer zum Schluss. Tschö mit Ö.